Oberliga Ostsee Spree, da sind die ersten zwei Punkte für Pro Sport 24 aus Berlin in den schwarzen Trikots. Zu Hause gewonnen gegen die ganz in Rot gekleidete TSG Wismar. Und so ist es passiert. Die Gastgeberinnen starten, aber die erste Parade kommt von Antje Borkowski hinten beim Aufsteiger im Tor. Die leitet den schnellen Gegenangriff über Cindy Plüm an. Klasse Pass, Stefanie Lars, Führung für die Gäste, die wieder zurück sind auf dem Parkett der Oberliga. Zuvor ja in der Landesliga unterwegs gewesen, nachdem man in der Vorsaison nach dem Drittliga-Abstieg gesagt hat, wir bleiben in der Landesliga und gehen nicht in die Oberliga. Borkowski hält hier auch wieder gut, aber dann kommt Marie Euleit und die Gastgeberinnen haben sich reingebissen, führen jetzt 6:3. Dann die Parade wieder hinten und Wismar zeigt hier schon, wie sie in der Oberliga weiterspielen wollen mit schnellem Tempohandball. Sarah Dürl, 7:6, das ist der Anschluss. Dann aber fast nur noch die Gastgeberinnen können den Vorsprung deutlich aufbauen. Alina Zugmantel 13:8 kurz vor der Pause. Eine haben wir noch. Und wieder geht's raus auf Alina Zugmantel und die macht das, was ihr Name verspricht. Die bringt ordentlich Zug ins Spiel. 14:10 der Halbzeitstand. Jetzt nicht verwirrt sein, es gibt keinen Seitenwechsel. Corona sei Dank. Also Wismar weiter von links nach rechts in den roten Trikots. Jule Mayburg 14:11 Anschluss. Und 2 Minuten gab es hinterher für Marie Euler. Die ist hier aber gleich mit der 33 schon wieder auf dem Feld und sieht, dass Antonia Wecke wieder den 4-Tore-Vorsprung für die Gastgeberinnen herstellen. 16:12. Ist hier noch was drin für den Aufsteiger? Er verkauft sich vorne ja gut. Sarah Dürl, 17:14, wieder der Anschluss. Aber wir sehen hier, warum Pro Sport an diesem Tag immer wieder den Ticken besser ist. Denn am Ende halten sie den Vorsprung hier effektiv. Im zweiten Durchgang sehr wenig Fehlwürfe. Alina Zugmantel wieder 18:14. Und dann ist klar, wohin die Reise hier geht. Pro Sport 24 bekommt es in der Schlussphase zu Ende gespielt. Maxima Meding 24:18. Da sind es schon 6 Tore. Die TSG Wismar hat sich trotzdem super verkauft hier im ersten Spiel, wissen, woran es in den nächsten Tagen zu arbeiten gilt. Nadine Rambo 25:21, der setzt für Pro Sport natürlich dann die Kirsche auf die Sahne. 25:21 gewinnt Pro Sport 24 das erste Heimspiel. 2 Punkte gegen Aufsteiger Wismar in der Oberliga Ostsee Spree.